Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute geht's Stück für Stück um die Wege, die ich ablaufe, um im 60-Plus-Bereich die Elite-Kisten zu looten. Also legen wir los. Ich stehe schon bereit hier. Bin oben in Bruchberg im linken Außenposten Bergklause bin ich hier angekommen und habe mich quasi schon vorbereitet. Es kann losgehen und zwar vorbereitet insofern, die Taschen sind leer. Ich habe auch schon ein paar Materialien geholt, um mir Zelte aufzustellen. Das heißt, hier den einen oder anderen Baum weggehackt, beziehungsweise hier ein paar Büsche mitgenommen und natürlich ihr auch die Feuersteine mitnehmen. So, und dann geht's los. Wir rennen den ersten Weg von hier aus runter. Markiert ist es schon. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns an dieser Stelle. So, und dann sind wir hier auch schon angekommen. Naja, bisschen davor. Hier oben geht es dann auch schon los. Hier haben wir den ersten Elite-Gegner sozusagen. Elite 63, Level 63. Und dann nehmen wir hier schon mal die erste Kiste mit. Zack. Und haben hier die drahtigen Fasern auch schon drin. Das ist das erste, was wir hier looten. Und dann stellen wir mal hier unser Zelt noch auf. Ein bisschen weiter runter. Dass wir zumindest noch irgendwo ein Zelt in der Nähe haben. Falls wir dann doch mal kaputt gehen. So. Aber das sollte eigentlich gar nicht passieren. Also normalerweise rennen wir jetzt hier durch die Elite-Area. Hier heißt es verbrannte Minen, heißt dieses gesamte Gebiet. Das ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Man sieht das auch so ein bisschen farblich unterschiedlich. Hier, das ist der etwas leichtere Bereich. Und ab hier wird es dann deutlich schwieriger. Und später stellen wir uns hier in dem Bereich auch nochmal ein Zelt auf, dass wir da auf jeden Fall nochmal sicher sind. Also, los geht's. Grundsätzlich empfehlenswert ist es, dass man vielleicht doch irgendwie noch eine Fernkampfwaffe dabei hat, damit man da ein bisschen, ja, gegebenenfalls mal Fernkämpfer schützen, einfach auf Fernkampf auch wegschießen kann. Hier liegt immer ein Platin-Vorkommen, das heißt, hier sind auch schon andere Leute wieder unterwegs. Und dann geht es halt darum, dass man so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig auch hier durchgeht. Das heißt, die Gegner, wenn man Aggro zieht, resetten die Aggro ja mit der Zeit. Beziehungsweise können einen ja nicht angreifen, wenn man halt zu weit oben irgendwo drauf steht. Und das nutzen wir eben aus. Das heißt, wir rennen hier hoch, springen dann hier an diese Kante. Also ich markiere das mal einfach alles, also von diesem Turm hier einfach hoch auf die Kante, das ein bisschen üben, denn diesen Sprung, den werden wir später auch nochmal wieder brauchen. Und es ist halt immer praktisch, wenn man weiß, an welche Kanten man halt schnell irgendwie hochspringen kann, um sich zu retten. Ihr seht, der Gegner jetzt gerade, der ist schon wieder aktiviert und ist aggro. Und jetzt, man steht quasi voreinander, aber die machen ja nichts, ne? Solange die einen halt nicht schlagen können, kann man halt ringsherum tänzeln. Und ihr seht's, ne, also die sind halt, jetzt, der hat immer noch diese Meldung Rückzug, die können halt die ganze Zeit nichts machen. Und das nutzen wir quasi aus, dass die Gegner in der Phase, wo sie Rückzug haben, wo sie zurückgehen, weil sie die Aggro verloren haben, dass wir in der Phase quasi dann die Kisten looten, beziehungsweise sie kommen halt nicht zu uns dran, sind fokussiert auf uns. Aber sie erreichen uns nicht, auch das nutzen wir natürlich. Also, erster Punkt, ja, jetzt sehe ich gerade, hier ist alles schon ganz gut geklärt. Das heißt, hier scheint tatsächlich gerade eine große Vernichtungscrew durchzurennen, die hier wahrscheinlich gerade alles mit mehreren Leuten platt macht. Das ist natürlich fürs Solo, ja, im Solo eigentlich nicht wirklich gut möglich, hier die 63er Elite kaputt zu hauen. Das ist viel zu schwierig. Also, wenn ihr hier oben angekommen seid, fangen wir mal an mit der ersten Kiste. Das heißt, wir gehen hier hoch, rennen direkt durch, egal ob hier Schützen sind oder irgendwelche anderen Viecher. Einfach hoch, ab auf die Kiste.
Und dann ist man hier oben und kann die erste Vorratskiste looten. Das ist quasi schon der erste Part, beziehungsweise vor dem Tor haben wir ja hier da hinten in der Kiste auch noch was, oder da auch noch eine Kiste. Und dann geht es von hier aus danach weiter. Umdrehen, immer wieder zu dieser Ecke. Auch das wiederholt sich später auch nochmal vom Aufbau des Geländes dann wieder ganz ähnlich. Dann geht es, wie gesagt, da vorne hin. Heißt, auch hier wieder einfach runterspringen und durchrennen. Auch wenn euch, genau, wenn euch die Leute mal hier folgen, kein Problem. Ab hier seid ihr dann schon wieder sicher. Auch hier wieder eine sichere Position. Ihr könnt von keiner Seite angegriffen werden. Und hier sehen wir dann eine Kiste einmal hier oben. Die holen wir uns aber gleich erst. Und dann geht es hier in diese Richtung auch nochmal hoch. Zack, also hier rüber zu der nächsten Kiste. Die kann man schon direkt looten. Und wir rennen weiter. Haben wir nochmal ein bisschen Gerbstoff. Und gehen dann durch auf die linke Seite hier. Auch zur nächsten Kiste. So, dann machen wir direkt hier oben die nächste Kiste auch nochmal mit und danach renne ich aber auch nochmal zurück für die anderen. Auch wenn man hier angeschossen wird, einfach direkt durchlaufen, Kiste looten, zack, und dann gehe ich einfach wieder zurück. Siehst du, der hat noch nicht mal getroffen. Und dann sichern wir uns jetzt hier von der Position einmal kurz ab, dass sie uns nicht weiter verfolgen können. Und das Ganze, wie gesagt, natürlich jetzt mit dem Heilstab ganz praktisch, aber ich denke auch mit einem Bogenschützen kann man das hervorragend machen. Gerade wenn man zwischendurch dann doch nochmal so einen Schützen wegschießen möchte, lohnt sich das natürlich, ne? Dass man dann irgendwie doch den Bogenschützen irgendwie hat oder einen... Hoppala. Lassen wir den mal eben zu uns. So, der ist jetzt hier gerade nochmal aggro auf uns. Wenn ihr irgendwo manchmal nicht dran vorbeikommt, hilft es tatsächlich auch, die Waffe kurz wegzustecken. Jetzt müssen wir ihn mal eben kurz hier hampeln lassen. Jawohl, mach du mal. Dann looten wir das jetzt. So, kurz gelootet. Drüber hüpfen. Ja, und fertig. Dann hier wieder auf diese sichere Zone. Das geht, häufig geht das auch entspannter, dann steht er direkt hier vorne und nicht direkt hinten an der Kiste. Dann geht das deutlich einfacher. Hier oben haben wir nochmal eine Kiste. Dann rennen wir direkt zu der. So, und es ist eigentlich, man muss sich gar nicht so viel Sorgen machen. Also das Große, im Großen und Ganzen, ihr seht, die sehen einen, die greifen einen an. Man kann die auch tatsächlich so angreifen. Jetzt steht hier aber auch schon wieder Rückzug. Und ihr seht, fertig. Also man steht jetzt hinter denen, alles ist gut. Und dann geht es hier jetzt hoch. Manchmal hakt es hier ein bisschen, jawohl. Auch hier gleiche Situation, kommt später noch einmal. Hier ist ja jetzt die Region, die ein bisschen lower ist vom Level. Und eine etwas höhere Region, da kommen wir dann gleich hin. Dann haben wir hier jetzt nochmal eine Kiste. Die haben wir dann später auch nochmal. Schnell looten. Zack, und wieder wegrennen. Und ihr seht, diese ganzen Lösungsmittel und Fasern und sowas alles, es wird immer mehr. So, dann hier hoch wieder. Und damit haben wir hier eigentlich in der Region schon das meiste gelootet. Wenn man möchte, kann man natürlich auch da hinten nochmal hin. Da sollte auch nochmal eine Kiste stehen. Und damit hätten wir dann aber eigentlich die gesamte Region schon durch. Ich renne jetzt mal hier unten lang. Man kann auch auf der anderen Seite lang, einfach hier hoch, aber eigentlich ist es relativ wurscht. Wenn man sich mal verläuft, ist es halt nicht so schlimm. Letzten Endes sind die wichtigen Punkte eigentlich immer nur, dass man sich sichere Positionen sucht, wo man im Nachhinein eben nicht nochmal einen auf den Kopf kriegt. So, und dann einfach wieder laufen, laufen, laufen. Wenn ihr manchmal zu viele Gegner habt und euch nicht heilen könnt, vielleicht auch einfach mal hinlegen, dass die Schützen wieder weg können. Dann hauen die irgendwann ab. Man sieht das unten. Dass die resetten dann nach einer Zeit, auch wenn die einen nicht mehr sehen. Und dann ist auch alles wieder gut. So, die Kiste hier, die können wir eigentlich auch nochmal eben machen. Da renne ich mal eben dran vorbei. Heißt hier einmal drauf.
zap, zap, die nehme ich in der Regel nehme ich die auf dem Rückweg mit. Aber wenn man ein bisschen länger braucht oder das erste Mal hier unterwegs ist, dann ist man ja, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen länger unterwegs. Und man braucht dementsprechend auch ein bisschen länger für das Ganze. Und dann resetten die zum Teil schon wieder. Das heißt, wenn man hier später wieder hinkommt, ist das alles schon resettet. Und man kann, na komm, man kann diese Kisten hier direkt ein zweites Mal looten. So, dann haben wir die hier. Jetzt haben wir hier oben gleich so ein paar bisschen mächtigere Gegner. Die sollten wir, da sollten wir nicht zwingend die Schläge kassieren. Wir holen uns erstmal hier hinten die Kiste. Das heißt, hier, ich stecke mal eben den Stab weg. Und dann rennen wir... Nein! Das sollte nicht passieren. Dann rennen wir eben an dem gleich vorbei. Aber ihr seht, auch wenn sowas passiert, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach den nächsten Punkt suchen, wo man hochrennen kann. Und schon passiert eigentlich nichts mehr, ne? Es ist alles gar nicht so wild. Kann man eben anschießen. So. Nein, und schon wieder. Aber jetzt. Ja. So. Dritter Versuch. Zweimal runtergefallen. Und jetzt, siehst du, so geht das doch. Also, dann haben wir die Kiste ja auch. Und dann kommen wir nach dieser Kiste. Kriegen wir ihn auf Rückzug gestellt. Dann gehen wir hier an ihm vorbei, oder? Ja, das passt. Dann gehen wir direkt hier hoch und hier hoch. An dem Dicken direkt vorbei. Und den müssen wir jetzt auch versuchen zu resetten. Wobei, das ist mir gerade ein bisschen tricky. Ich habe nur halbes Leben, ein Schlag. Und ich bin platt. Das wollen wir nicht. So. Jetzt ist er doch schon resettet, genau. Und wir gehen einfach hinter ihm her. Keine Elite-Kiste hier, das heißt, diese Vorratskiste kann man mehrfach looten. Weg hier, jawohl. Ausweichen, ausweichen. Und schon ist man hier in Sicherheit. Der resettet jetzt gleich und dann gehen wir hier direkt zur nächsten Kiste. Da drüben haben wir sie. Jawohl, beide resettet. Hier steht auch noch einer, den überspringen wir einfach direkt. Looten, runterhüpfen und alles ist gut. Seht ihr mal. So, auch hier eine Position, die immer ganz wichtig ist hier als Safe Spot. Da oben haben wir dann direkt den nächsten Kandidaten. Da wollen wir auch dahinter zwei Kisten looten. Das Ganze, was ich hier mache, ist in einem Zweierteam deutlich angenehmer. Sobald es mehr Leute werden, die hier durchrennen, kann es auch schon wieder ein bisschen tricky werden. Aber zu zweit absolut entspannt. Das heißt, einer könnte hier zum Beispiel stehen, die Gegner eben anlocken und die Aggro auf sich ziehen. In der Zwischenzeit rennt der andere hin und lootet hinten die beiden Kisten und dann andersrum. Hier kommen wir jetzt zu einer Position, wo es sich empfiehlt, tatsächlich mit ein bisschen Schaden auf die Schützen dann einzuwirken oder die einfach platt zu machen. Das heißt also, wenn ihr selbst mit einem Bogen unterwegs seid oder so, ist es natürlich deutlich angenehmer, hier die oder an diese Kisten zu kommen. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn hier resetten können. Ich versuche das jetzt einfach mal auf die Art. Genau, er ist schon resettet. Jetzt kommt hier gerade der zweite und wir gehen einmal hier hinter. Und nein, da haut er mich gleich. Jetzt ist er. Doch, jetzt ist er resettet. Versuchen wir da mal eben dran. Und ich guck mal, ob ich auch an die andere komme. Na, jetzt bin ich fest. Aber es ist so ein bisschen so eine Spielerei, ne? Einfach die Spielerei mit den Mobs. Der resettet jetzt gleich, jawohl. Und in dem Moment dahin. Gucken wir mal, ob wir da dran kommen. Halt! Wenn er diese Aktion macht, ist halt klar, er sieht einen. Ich könnte ihn jetzt vielleicht auch ein bisschen ablenken. Kriegen wir das so hin? Gerade nicht. Sonst kann man auch von hier oben, ne? Also man kann auch hier hochrennen, man kann da hochrennen. Bis hier oben hin. Ist halt immer schlecht, wenn alle Schützen da sind.
Dann ist es halt wirklich schlecht. Aber ansonsten... Jetzt kommt er endlich. Jetzt kommt er endlich. So, kriege ich ihn so ein bisschen... Okay, er bleibt, er guckt die ganze Zeit in die Richtung. Ich glaube, das wird schwierig jetzt gerade mit der hier. Und ich will auch nicht unbedingt die Schützen alle pullen. Kriegen wir den jetzt hin? Na, das war schlecht. Dann gehen wir hier eben drauf. Geht's von hier besser? Na, jetzt, guck mal, jetzt ist doch schön. Jetzt stehen wir direkt hinter ihm. Und jetzt müssen wir bloß noch eben an die Kiste dran und gut ist. So, haben wir es doch endlich. Okay, so, nächstes Sandpapier und Co. Das ist alles gut, das wollen wir alles haben. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier die Mobs hier einmal umgehen. Am besten auch die Schützen. Dann sind wir schnell dran vorbei, haben hier die nächste Kiste und sind schon im inneren Bereich, der hier, ja, dann auch nochmal spannender wird. Hier ist nochmal so eine Kante, wo man sich hochziehen kann. Zack, und dann geht es hier auf die nächste Kiste direkt. Da geht gerade der Schütze dran vorbei. Dann haben wir die nächste Kiste. Dann haben wir da vorne... Hier müsste zwischendurch auch immer noch ein Platin erscheinen. Ich glaube, da werde ich gerade schon verfolgt. Die Kiste hier vorne, die lasse ich in der Regel aus. Im Zweierteam nehme ich die mit, aber alleine dann nicht, weil hier halt vier Stück sind, die schlafen. Auf die eine Kiste, die verzichte ich. Dann gibt es hier hinten jetzt gleich nochmal eine Kiste. Und hier unten, da kümmern wir uns auch drum. Aber ich würde sagen, wir stellen erstmal hier kurz ein Zelt auf. Und da steht auch schon eins. Aber vorsichtshalber einfach mal selbst noch ein Zelt hinstellen. Und dafür sind dann eben auch die Materialien da am Anfang, dass man die mitnimmt. Dann haben wir hier, wie gesagt, nochmal ein Platin-Vorkommen und ein Orchikalzum-Vorkommen. Dann haben wir das auch. Von hier aus dann wieder zurück. Nehmen wir jetzt hier einmal die Vorkommen und die Kisten aus der Grube. Wir haben hier 1, 2... 3 und da hinten an der Ecke sind 4. 4 Vorkommen, 4 Erzvorkommen, die wir natürlich gerne mitnehmen. Und wir haben hier jetzt den dicken Gegner und den müssen wir auch ein bisschen austricksen. Das heißt, wir schießen ihn auf Fernkampf einmal an. Der macht erstmal hier sein Gedöns und versucht uns zu treffen und rennt dann los. Wir springen gleich hier runter und zwar dahin. Und zwar, wenn er jetzt hier einmal oben rum ist, dann gehen wir hier einfach runter in der Zwischenzeit. Drehen hier einmal die Kurve rum, denn wenn wir direkt hier runter hüpfen, ihr seht, links und rechts sind jeweils zwei Kandidaten. Ich habe das hier jetzt zuletzt schon gelootet, das heißt, ich habe noch den 24-Stunden-Cooldown nach dem Looten dann hier hoch. Und dann ist man hier auch wieder safe und ihr seht, da oben ist er jetzt gerade verbuggt. Der dicke, fette Boss, manchmal verbuggt er da, manchmal verbuggt er aber auch hier oder hier an den Stellen. Und nach kurzer Zeit resettet er tatsächlich, beziehungsweise löst sich gänzlich auf. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Erz abzubauen, was ich natürlich auch eben mache. Das heißt, ich hole mir jetzt hier eben die Erze und hier vorne dann auch noch an der Stelle die Kiste, an die ich drankomme. Und... auch das Erz hier unten, das lasse ich jetzt gerade aus. Es gibt noch genug andere Erze. Also, den Loot, den nehme ich eben mit. Und danach gehen wir nach oben hin weiter. So, das war schon das zweite Erz. Und jetzt rennen wir einfach mal hier entlang. Hinter den Leuten her, direkt zu der Kiste. Schnell gelootet. Ab hier hoch. Ihr seht, da oben ist er immer noch sogar am Rumrennen. Das ist ja nett. Aber das macht uns ja nichts. Wir können jetzt gleich einfach mal gucken, wie er da despawnt, der Boss. Ewig wird er da ja nicht mehr sein.
Oh, jetzt hat er uns wieder im Fokus. Na? Oha. Aber jetzt rennt er weg, oder? Okay, er rennt wieder weg. Er ist nicht despawned. Manchmal platzt er und löst sich halt einfach auf. Aber ist ja auch egal, ne? Doch, jetzt löst er sich auf. Guck mal da. Mission gefailed, Alter. Er wurde einfach vernichtet. Er hat es nicht geschafft. Sehr schön. Also, kommen wir zum nächsten Part. Ab hier wird es dann ein bisschen schwieriger. Das hier ist noch so der entspannte Bereich. Wenn das für euch anfangs schon ein bisschen tricky ist, keine Sorge, nachdem ihr den zweiten Part absolviert habt und sagt, Alter, das war hart. Danach wird euch der erste hier gar nicht mehr wirklich jucken. Also so schlimm ist es auch wieder nicht. Das ganze Prinzip ist halt immer das gleiche, ne? Irgendwo draufspringen, die Viecher anlocken oder eben resetten und gut ist. Also machen wir hier den zweiten Part auch mal eben schnell. Und da gibt es genauso so eine Route, die man einfach ablaufen kann. Und ab hier dann auch jede Menge auch von dem Erz, was wir natürlich auch gerne mitnehmen. Orchikalzum Erz. Ja. Braucht man halt später auch in Massen, ne? Deswegen jetzt schon mal alles ruhig mitnehmen, auch wenn man es vielleicht noch nicht verarbeiten kann. Aber das bunkere ich dann gerne auch schon mal. Und auch gerne hier in den Außenposten, wo man deutlich seltener ist. Und dann da die Lager vielleicht sogar auch noch frei hat. Dann kann man das gerne mitnehmen. Okay, jetzt wird man hier angegriffen. Die wollen einen ans Leder. Die Kandidaten hier übrigens mit die gefährlichsten Gegner hier in der Area. Das sind die mit dem Speer. Ihr seht einfach vom Schaden her, Katastrophe. Und aus diesem Grund, wie gesagt, auch dieser Sprung hierhin immer sehr hilfreich. Also dieses Merken von diesem Steinhaufen an diese Schräge, quasi flach anspringen, dass man hier hoch kann, absolut wichtig. Ja, jetzt kollidieren wir natürlich hier gerade mit dieser Vernichtungscrew. Ich kümmere mich trotz allem einfach hier um meine Strecke. Das heißt, hier ist dann direkt die erste Kiste. Die looten wir weiter. Und dann haben wir hier in dem Bereich gleich genau die gleichen Gegner oder ähnliche Gegner, die wir gerade schon haben. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal eben kurz resetten und dann machen wir gleich weiter. So, und es geht weiter. Die Mobs sind resettet, damit ich es auch alles realistisch zeigen kann, wie das hier geht. Ja, nutzen wir natürlich diese kurze Pause und danach, ja, ist hier alles wieder frisch. Die Vernichtungscrew, die sich hier durchgeprügelt hat, ist vorbeigezogen. Und wir kümmern uns weiter um die Kisten. Das heißt, wir haben jetzt hier vorne einmal eine Kiste und direkt hier hinter dem großen Babbo ist auch nochmal eine Kiste. Und wir machen uns aber erstmal auf die Socken, dass wir hier hochkommen und die erste Kiste hier oben wieder looten. Die ist halt wichtig und die hatten wir beim letzten Mal an der gleichen Position im leichteren Gebiet ja auch. Jetzt gibt es hier dann nochmal eine Kiste. Dadurch, dass wir den jetzt gerade hier nicht getriggert haben, den großen, nutzen wir das doch direkt aus, die Chance, rennen hier einmal rum. Und ziehen uns hier die Kiste auch noch mit rein. So. Und dann geht's hier raus. Und wir versuchen jetzt gleich die kleine Kiste hier zu kriegen. Der Große bewacht eine Elite-Kiste, eine legendäre Kiste. Und noch einen Erz sozusagen. Das kriegen wir dann aber später. Das holen wir uns aus dem Rückweg. Wir kommen auf dem Rückweg quasi von hier oben runter. Hier runter und kommen dann dahin, beziehungsweise da ist dann auch nochmal wieder eine Kiste. Das holen wir uns alles gleich. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um diese Kiste. Und dazu müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier diese kleinen irgendwie resetten. Und das sieht auch schon alles ganz gut aus. So, hoppala, einmal rum. Und wir rennen, ui, jetzt wird's eng. Und wir rennen hier rum und hier rauf und hier sind wir wieder safe. Gleiche Stelle wie beim letzten Mal auch. Der Große ist doch noch aktiviert, ja. Aber ist auch schon wieder resettet, da sieht man's, er rennt wieder zurück. Und hier, die rennen auch alle zurück, alles ist gut.
So, von hier aus können wir die nächste Kiste looten. Gehen danach weiter hier hoch und looten dann auch hier gleich die Kiste, sobald bei dem Rückzug steht. Jawohl, Rückzug. Wobei er steht jetzt immer noch hier an der Kiste, geht aber auch gleich weiter in seine Ecke da hinten zurück. Und dann können wir auch da die Kiste eben looten. Es klappt sogar so. Er ist ein bisschen passiv. Jetzt haben wir hier oben wieder die nächste große Truhe. Die habe ich allerdings auch schon wieder. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich hier vorne hinter diesen Kran stellen. Ich sag mal, das Simpelste ist natürlich auch hier, wenn man zu zweit ist, hier rumzurennen und die Leute nacheinander abzulenken oder die Gegner abzulenken und danach nacheinander zu looten. Ja, man holt sich die einfach hier alle ran und der andere lootet in der Zwischenzeit. Jetzt gucken wir mal, ob ich da dran komme. Aber wie gesagt, ich bin eh jetzt gerade, ich habe die eh schon gelootet, aber ihr seht, man kann einfach daneben stehen jetzt gerade. Hoppala. Kriegt man in jedem Fall hin. Ich gucke gerade mal, ob es noch eine andere Position gibt. Ich bin letztens, bin ich hier herum, beziehungsweise da vorne hingerannt, da ging das auch. Also man kommt hier hin, indem man die hier einfach auch wieder ein bisschen austrickst. Wie gesagt, ich komme jetzt gerade halt an die Kiste nicht dran, weil die noch Cooldown hat. Die kann man halt nur alle 24 Stunden looten. Ansonsten der Safe Spot hier in der Position ist auch hier oben. Und zwar hier oben drauf. Egal was ihr hier pullt, in der Position hier oben, da ist man dann sicher. Auch der Große kommt gegebenenfalls mal bis hierhin, bis zu der Position, aber ganz oben drauf kommt er nicht. So, jetzt schauen wir nochmal eben hier in der Ecke. Das haben wir, das haben wir. Dann haben wir hier nochmal einen Erz, beziehungsweise sogar zwei Erze. Dafür müssten wir den hier einmal aktivieren, beziehungsweise resetten dann gleich. Den ziehen wir hier mal eben weg. Kriegen wir ihn resettet. Auf Rückzug. Sobald er quasi auf Rückzug ist, gehen wir dann nochmal ans Erz dran. Verderbt, da steht er die ganze Zeit nur. Jetzt ist er auf Rückzug. Er rennt quasi zurück. Die Phase, wo er sich nach hinten begibt, zurück, die nutzen wir aus und schlagen schon aufs Erz ein. Ja, jetzt warten wir nochmal ein bisschen. Zack. Und dann hauen wir das Erz gleich komplett zu Ende. Das ist ja jetzt schon quasi halb abgebaut. Aber die müssen wir auch nochmal eben resetten. Und das gleiche Spielchen auch da, sobald jetzt gleich, sobald die zurücklaufen, kann man schon direkt losrennen auch. Jetzt geht's los. Alle auf Rückzug. Und wir rennen dahin, nutzen das direkt aus. Hoppala, komm mal fertig. Und zack, da war der letzte Schlag. Und dann haben wir das. Ja, von hier aus geht es erstmal weiter nach da oben. Wir hatten ja da noch eine weitere Elite-Truhe. Die nutzen wir natürlich auch aus. Und auch hier ganz wichtig aufpassen, dass ihr hier diese Speerträger, dass ihr da schnell dran vorbei seid. Denn diese Speerträger in der Region hier, 65 Elite, die hauen richtig rein. Zwei, maximal drei Schläge und ich bin platt hier mit über 8000 Life. Die hauen da halt richtig gut zu. Da gehen wir aber auch erst später hin. Wir nutzen jetzt erstmal ihn hier. Er steht direkt auf Rückzug. Das ist sehr nett von ihm. Und wir looten hinter ihm einfach die Kiste und gehen wieder zurück. So, dann hatten wir hier diese Position auch vorhin schon einmal. Gehen jetzt hier wieder hoch. Und hier haben wir dann nicht nur einen einfachen Mob, der hier unten steht, sondern auch noch einen großen. Der arbeitet da tatsächlich jetzt gerade ein bisschen. Hier müssen wir uns dann einfach gleich anschleichen. Gehen wir mal hier in die Deckung schon. Der Mob, der kleinere, der ist eigentlich der gefährliche, weil wenn der uns sieht, während wir an den Kisten dran sind, aktiviert er ja natürlich den großen. Jetzt sind wir hinter dem großen, alles ist safe und wir können ihm quasi auch von hinten an die Taschen gehen. Und in dem Moment, wo der jetzt quasi wegläuft, dann sind wir hier aber auch wieder sicher. Das heißt, ich hole mir hier als erstes die normale Vorratskiste. Würde mir jetzt, wenn ich wieder könnte, in ein paar Stunden hier die Elite-Kiste holen.
und gehe danach weiter hier wieder zurück. Und auch hier ist dann die sichere Zone hier oben drauf. Und alles ist wieder schön. Wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, könnt ihr auch hier hinten nochmal eine weitere Kiste looten, beziehungsweise ein Erz abhauen. Bisschen gefährlicher hier in der Region sind da dann die ganzen Speerträger. Deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Die eine Kiste, die lasse ich dann einfach aus. Und gehe dann lieber weiter direkt rein ins Innere. So, hier wieder hoch und zurück. Und dann kommen wir hier auch schon zum nächsten Part. Hier wird es dann nochmal wieder ein bisschen gefährlicher. Und da müssen wir auch echt wieder ein bisschen aufpassen. Wobei auch hier das Gleiche wie überall. Es gibt wieder Safe Zones, sichere Bereiche, wo einem eigentlich nichts passiert. Hier durchrennen. Erste Möglichkeit, die man hat, direkt nach oben. Und man ist schon wieder sicher. Alles gut. Ganz entspannt. Ja, im Zweierteam kann man natürlich auch den hier vielleicht aktivieren oder resetten. Dann haben wir hier vorne nochmal eine Kiste. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwie drankomme. Der steht halt wirklich irgendwie schwierig im Weg. Jetzt ist er gerade mit dem Rücken zu mir. Ne. Also man kommt halt einfach schwierig. Ach, warte mal. Schwierig dran, wollte ich gerade sagen. Aber ist das eine Möglichkeit? Gerade frisch? Ja, das ist doch eine Möglichkeit. Ha! Auch gerade erst entdeckt. Sehr schön. Seht ihr, und so spielt man sich hier einfach so ein bisschen durch. Ach, das ist ja angenehm. Siehst du, da haben wir die Kiste jetzt auch. Sehr gut. So, kommen wir zur nächsten Kiste. Auch besser zu looten, wenn man alleine unterwegs ist oder vielleicht zu zweit, so im Wechsel. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf diese Kiste drauf und looten dann da diese Kiste. Heißt also, von hier runter, ich schieße immer den einmal an. Dann kommt er und rennt los. In der Zwischenzeit renne ich hier drauf und loote die Kiste. Es kommt schon mal vor, dass wenn man ihn nicht hier wegholt, dass er einen durch die Gitter hier aufspießt. Das wollen wir ja nicht. Deswegen, ich renne mal eben hier wieder hin zurück. Und dann sind wir hier wieder sicher. So. Mal eben was zu trinken geholt. Von der ganzen Quatscherei, Alter, kriegt man ja einen trockenen Hals. Weiter geht's. Übrigens, wenn ihr das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen und dann, Dankeschön. Weiter geht's zu den nächsten Kisten. Also, wie gesagt, in dem Bereich halte ich mich ungern lange auf, wegen den Speerträgern. Die sind halt wirklich mies. Wenn man hier in einer Gruppe rumrennt, alles kein Problem, aber solo besser nicht in den Zweikampf gehen, die Schäden oder was die halt raushauen, das ist halt anders mies, ne? Und die haben halt eine übelste Reichweite, auch da nicht irritieren lassen, also die machen halt mit diesem Schuss, mit dem Stoß nach vorne, mit dem Schuss, zack, haben die eine übelste Reichweite, deutlich mehr als die anderen. So, also von da vorne, von der sicheren Position hier hoch zur nächsten sicheren Position. Jetzt können wir hier natürlich versuchen, an das Erz noch dran zu kommen. Gucken wir mal, ob wir da so langsam hinter seinem Rücken dran kommen. Wir versuchen natürlich alles mitzunehmen hier. Er ist schon aktiviert, sofort losrennen. Wegen diesem Aufspießen, ganz gefährlich. Und wenn er gleich resettet ist, hacken wir einfach weiter. Gucken wir mal, ist er auf Rückzug? Jetzt ist er auf Rückzug, gehen wir direkt wieder hin. Und hacken weiter. Aber wie gesagt, bei diesen Gegnern, das sind so die schlimmsten hier. Fertig. Okay. Wenn ihr das nicht macht, man kann auch von hier vorne einfach hier oben rüber klettern. Und dann geht man hier vorbei und hier oben lang. Und dann springt man hier einfach rüber. Zack. Und hat schon direkt die nächste Kiste. So. Wenn wir dann hier oben drauf sind, haben wir hier gegenüberliegend eine weitere Kiste. Und auch die nehmen wir natürlich gerne mit. Heißt also hier wieder runter. Hier einmal oben drauf. Dann aktivieren wir hier mal so ein paar Gegner. Gehen aber auch wieder auf eine Kiste hier oben drauf in Sicherheit. Und die kommen hier schön an. Jetzt müssen wir mal gucken, dass der Kleine eben weg ist. Und wir rennen hier hin und hier oben drauf. Looten das Ganze schnell und alles ist wieder gut. Der kommt uns schon entgegen.
App. Wir springen direkt wieder runter und wieder rauf. Alles sicher, nichts passiert, keinen Schaden bekommen. Erstmal heilen. So, weiter geht's. Nächste Zone, auch da wieder ein bisschen tricky. Es gibt eigentlich nur eine sichere, eine wirklich sichere Zone. Das heißt, da renne ich jetzt direkt durch. Geradeaus durch, gar nicht so schwierig. Und zack, dann sind wir hier schon in der sicheren Zone. Ja, das ist so die entspannteste Region hier. Und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt hier oben drauf kommen. Denn hier oben auf dem Turm haben wir nochmal zwei Kisten, die wir natürlich gerne mitnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die Leute ein bisschen wegkriegen. Einmal, zweimal, so. Und der ist auch gerade auf dem Weg nach hinten, das ist praktisch. Dann gehen wir auch hier oben drauf und haben direkt zwei weitere Kisten. So, jetzt gucken wir gerade mal. Ich sehe, hier vorne ist der eine Gegner gerade weg. Aber der hat mich jetzt gesehen. Resetten wir nochmal eben beide. Dass wir vielleicht noch sogar das Erz hier vorne bekommen, das wäre ja nicht so schlecht. Aber die Patrouille oben, ne, die Patrouille oben, die kommt gerade in die Richtung. Also holen wir uns als erstes hier hinten den Bereich. Hier ist auch nochmal ein Vorkommen. Und hier links neben uns, unten in der Area, steht natürlich der dicke, fette 66er Elite-Boss. Und da gehen wir natürlich auch ran. Und er kommt tatsächlich von ganz hinten angerannt. Das ist ja der Hammer. Das ist ja sehr unangenehm. Okay, wir müssen doch wieder zurück in den Bereich hier eben. So, dass sie eben wirklich alle resettet sind. Der ist resettet, der andere auch gleich. Okay, dann nutzen wir jetzt die Chance. Ne, er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er ist jetzt auf Rückzug. Okay, dann nutzen wir jetzt die Chance für den Boss. Alle sind resettet. Wir gehen runter in die Knie wieder. Rutschen hier langsam runter. Stehen direkt hinterm 66er Elite-Boss und könnten hier an die Kiste, beziehungsweise hier steht noch ein riesengroßes Erz davor, gehen dann an die Kiste und haben das Erz und die Kiste, gehen dann hier langsam wieder zurück. Es passiert schon mal, dass der geaddet wird, dann sofort in diese Safe-Zone, beziehungsweise wenn ihr nicht addet, irgendwer hat geschrien. Aber ich glaube, es ist alles safe. Okay, dann nehmen wir hier erstmal das Erz mit. Genau. Und dann haben wir da vorne ist nochmal ein Erz und nochmal eine Kiste. Beziehungsweise hier oben. Gehen wir einmal kurz hoch. Hier ist auch wieder alles safe. Da kann man die Kiste auch nochmal schnell looten. Haben wir erledigt. Und der ist resettet und wir gehen noch weiter runter zum nächsten Vorkommen und zum nächsten Erz. Ganz entspannt, der Boss guckt sich das alles an und macht da einfach nichts. So, dass das erledigt, plus die Alchemiekiste für ein paar Ressourcen noch, jawohl, und das nächste Erz. Ja, nach diesem Erz geht es dann quasi schon in den Endspurt. Wir gehen jetzt hier in den letzten Bereich, wo dann nochmal vier Kisten sind. Das heißt, wir gehen hier einfach kurz rüber, gehen hier als erstes natürlich wieder in die Safe Zone. Alles, was wir gepult haben, rennt wieder zurück. Und hier in diesem Bereich sind wir auch wieder sicher. Und was wir hier sehen, ist natürlich wieder so einen dicken Hau drauf und seine vier Gesellen, die hier rumrennen. Was wir aber auch sehen, ist eine Kiste hier links, eine Kiste direkt hinten am Kran, eine weitere oben drauf, die leuchtet da so ein bisschen durch und nochmal weiter links, da ist nochmal eine Kiste, eine große. Also genau, von hier sieht man sie ungefähr. Also diese vier Kisten, auch die wollen wir natürlich alle haben. Man kann hier so leicht schräg rüberspringen.
Hoppala. Das heißt, na, zack, so einfach easy rüber gehoppt. Erz wollen wir natürlich auch, wenn es geht, alles mitnehmen. Und die ganzen Gehilfen hier, die müssen wir jetzt versuchen, so ein bisschen im Kreis zu kiten, ein bisschen zu ziehen. Gucken wir mal, wie das hier gut oder weniger gut klappt. Sie sind jetzt schon fast alle aktiviert. Dann müssen wir uns hier mal in Sicherheit begeben. Das wird jetzt ein bisschen Rennerei, dass wir sie quasi gleich alle... Hoppala! Dass wir sie jetzt... Hoppala! Dass wir sie jetzt gleich alle kriegen. Das wäre natürlich praktisch. Die sind auf Rückzug, das ist gut. Komme ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Okay, dann gehen wir auch hier wieder hin. Die waren auf Rückzug. Hier die Kiste. Perfekt. Vorratslager. Die nehmen wir auch mit. Die beiden sind verbuggt. Das nutzen wir natürlich gerne aus. Hier die Kiste würde auch jetzt gerade funktionieren. Auch die hat gerade wieder Cooldown. Das heißt, die loote ich jetzt theoretisch nur von der Zeit. Und dann haben wir natürlich nochmal einen dritten. Kriegen wir jetzt den Boss hier mal eben angeschossen. Er ist auch auf Rückzug, aber jetzt ist er wieder fit. Kriegt er mich nicht? Will er mich nicht von hier? Jetzt kommt er. So, dann gucken wir mal, dass wir hier runterhüpfen. Genau. Und dann in der Zwischenzeit müssen wir ihn mal so ein bisschen austricksen. Man kann auch hier unten immer rumrennen. Hier rennt der Boss auch nicht durch. Auch hier natürlich wieder deutlich einfacher, wenn man zu zweit ist. Einer lenkt ab. Ihr seht, die rennen immer von links nach rechts. Jetzt rennt er wieder zurück. Und in der Zwischenzeit, man hat alle Zeit der Welt sozusagen, die Kisten da hinten zu looten. Und zack, rennt er schon wieder zurück. Und so weiter und so weiter. Ich versuche die jetzt mal, dass sie sich irgendwo festhaken. Und dass die mir dann nicht weiter folgen können. So. Aber da ist er doch schon wieder direkt hinter mir. Also weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Hilft ja alles nichts. Wir müssen die Kiste haben. Deswegen sind wir ja hier. Ausweichen, ausweichen und weiterlaufen. Geht. So, dann kommen wir hier in den nächsten Bereich. Also, der Bereich ist quasi jetzt leer gefischt. Da haben wir alles an Kisten durch. Dann geht es hier langsam runter. Eine Ebene tiefer und noch eine. Wo ist sie, die Kiste? Da ist sie. An die kommt man sonst auch nicht dran, nur von hier oben. Also gehen wir da langsam runter. Schnappen uns diese Kiste hier. Dann schnappen wir uns hier vorne noch die Kiste. Wenn man das, wie gesagt, ein paar Mal gemacht hat, sind auch diese ganzen Gegner hier alle völlig entspannt. Ab einem gewissen Level ist es halt wirklich relativ ruhig, dass man hier einfach durchrennen kann. Und ja, man weiß halt, was geht und was nicht geht. Ne? So, jetzt gehen wir hier in den Bereich und kommen hier tatsächlich zu dem Boss, den wir in der Mitte des Ganzen... gerade quasi übersprungen haben. Wir sind jetzt hier, wir standen vorhin auf diesem Pylon unten, haben hier hochgeguckt und habe ich gesagt, ja, hier gehen wir später hin. Der Moment ist jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Jetzt ist er natürlich gerade aktiviert, das war ein bisschen zu aggressiv. Wir gehen da jetzt runter. Vielleicht despawnt er sogar, das wäre natürlich nochmal praktischer. Aber jetzt ist er resettet sogar, das ist gut. Das ist gut. Das wollen wir so haben. Jetzt resetten wir nochmal eben den anderen Mob hier, der hinter mir ist. Und dann schleichen wir uns da gleich runter. So, Mob, schleich dich. Okay, er schleicht sich nicht. Dann schleiche ich mich. Ab in die Hocke. Langsam runter hier. Und wir sind hinter ihm und können erstmal das Erz abbauen. Direkt hinter dem dicken Boss. So, nachdem das abgebaut ist, geht es natürlich weiter hier
auch wieder ein bisschen in die Hocke an die Kiste. Die kann man jetzt auch schon looten. Also einfach die Kiste looten. Wie gesagt, auch die hatte ich jetzt gerade erst gestern Abend noch gelootet. Das heißt, heute Abend kann ich sie dann wieder looten. Und wenn man dann durch ist, geht es einfach hier hinten wieder zurück. Ihr wisst ja hier noch von gerade eben die sicheren Spots. Das heißt, man kann hier jetzt einfach zum Beispiel runterrennen. Zack, ist eine Stufe drunter oder zwei und ist absolut sicher. Er macht da jetzt seine Kugeln wieder. Genau, wenn man hier dann steht, passiert da auch nichts. Und ihr seht, im Großen und Ganzen war es das hier auch schon. Unten ist sogar das Erz auch wieder gerespawnt. Jetzt geht der gesamte Weg quasi in die sichere Zone zurück. Die müssen wir mal eben hier ausweichen. Da kommt der Speerträger. Den weichen wir gekonnt einfach mal eben wieder aus. Zack. Der resettet. Und dann in der Zwischenzeit, wo die gleich zurückrennen. Der Kleine ist schon auf Rückzug. Der Große ist auch auf Rückzug. Dann machen wir das Erzvorkommen hier fertig. Und gehen dann erstmal zurück zum Zelt. Und an dem Zelt sind wir dann wieder sicher. Denn das ist ja auch eine Area, wo halt quasi gar keine Gefahren sind. Ne? Das Erz hier auch noch. Und nach dem Erz direkt durchrennen. Alle Erze mitnehmen. Alles, was wir haben, ruhig mitnehmen. Wenn euch so einer mal eben verfolgt, das dauert ja nicht lang. Einfach auch hier wieder in so eine sichere Zone gehen. Irgendwo drauf springen. Und dann war es das auch schon. Na, kommt er auch noch mit? Nee, ne? Gott. Ja, jetzt könnten wir halt hier diesen Bereich auch noch wieder komplett abfarmen. Also relativ entspannt auch diesen Bereich einfach wieder leer machen. Ganz sicher, also wenn ihr den letzten dann hinter euch habt, rennt ihr durch den vorderen ganz anders wieder durch. Ihr habt dann deutlich mehr Vertrauen in das, was ihr machen könnt und wie ihr durchrennt. Und das wird halt von Mal zu Mal mehr und ihr merkt einfach immer mehr, was ist möglich, wie kann man die Viecher hier austricksen, wie kann man mit den Gegnern spielen. Und immer mehr Möglichkeiten werdet ihr dann irgendwann haben, hier die ganzen Vorkommen abzuernten und so weiter und so weiter. Ich lasse das jetzt hier einfach mal wieder den hier durchlaufen. Schnapp mir jetzt vielleicht gleich sogar noch das andere Erzvorkommen da unten. Das hatte ich zwischendurch einmal auch schon kurz gemacht. Und dann rennen wir hier direkt zu ihm hier und ernten das ab. In der Zwischenzeit kommt er natürlich wieder zurück und so weiter und so weiter. Aber ihr seht, was ich im Großen und Ganzen hier einmal am Tag mindestens mache. Einmal eben, wie gesagt, diese Mobs hier ausnutzen, resetten, das Erz abbauen und vor allem die ganzen Kisten looten. Das ist halt das A und O. Und man merkt einfach, irgendwann weiß man einfach, wie die Mobs reagieren, was die machen. Ihr seht, die Großen, die kippen regelmäßig einfach wieder um, weil sie einfach nichts können. Ja, die Kisten hier sind noch nicht resettet. Das heißt, ich werde jetzt hier noch ein bisschen warten. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Zieht raus die Kisten, zieht raus die Erze. Wir gucken noch mal eben kurz rein hier, was denn das Ganze hier mit dem ersten Run gebracht hat. Ein Item, Gearscore 500 ist jetzt hier gedroppt und noch eins mit 511. Dadurch pusht man natürlich auch seinen Gearscore hoch. 530er Items, 527, 33, genau. Also auch da, dadurch pusht man eben seinen Watermark hoch, dass man immer höhere Klamotten bekommt. Ein paar Erze bzw. Diamanten sind rausgekommen. Jede Menge von den guten Rohstoffen. Das hier freut mich natürlich auch. Zinnober, legendärer Drop aus dem Erz. Ist auch noch mit rausgekommen und so ein bisschen andere Materialien. Ja, das war der gesamte Loot. Das war das, was ich eben aus den Kisten gezogen habe und aus den Vorkommen. Ja, wie gesagt, wenn das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen für den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.